Eine weitere Neuerung in Camtasia 2020 sind die sogenannten Platzhalter. Die bekomme ich entweder über den Menüpunkt Bearbeiten, Platzhalter hinzufügen oder man sieht schon über das Tastenkürzel P. Dieser Platzhalter, den ich hier jetzt auf der Timeline sehe, kann aber noch mehr. Den kann ich nämlich zum Beispiel auch animieren. Wenn ich also möchte, dass dieses Video immer von links nach rechts in mein Video reingeflogen kommt, baue ich einfach eine einfache Animation dort ein. Gehe an den Anfang, schiebe das hier raus, so, und habe jetzt eine kleine, kurze Animation gemacht. Und wenn ich den Platzhalter jetzt ersetze, zum Beispiel aus einem Bibliothekselement, einem animierten Hintergrund, und diesen hier drauf ziehe, das hatten wir in einem anderen Video bereits, dann passiert Folgendes. Mein Video wird genauso hinein animiert wie vorher der Platzhalter. Das heißt, Animationen bleiben im Platzhalter erhalten. Viel Spaß damit!